Hallo, ich bin Radazong von Expanderkrank. Das ist jetzt der zweite Teil, die Fortsetzung dazu, wie man mit dem Expander trainiert. Und ich will ein paar Intensitätstechniken zeigen, also quasi um mehr aus dem Training rauszuholen und einfach Muskeln aufzubauen. Muskeln ohne Ende. Und das funktioniert mit dem Expander. Es geht. Und jetzt zeige ich euch wie. Und zwar sind das drei Intensitätstechniken, die ich euch heute zeigen will. Und wenn man die anwendet, kann man noch eine ganze Menge an Fleisch auf die Knochen draufpacken. Oh, schaut selbst. Die erste Technik. Beim Overhead Downward Pull, also beim Überkopfziehen. Das ist ja eine volle Wiederholung, ganz normal. So, dann gibt es aber die Möglichkeit, also generell bei fast allen Übungen, bei fast allen Expander-Übungen gibt es die Möglichkeit, halbe Wiederholung zu machen. Das heißt, man geht nicht ganz in die Ausgangsposition zurück, sondern hält die Spannung und macht einfach die nächste Wiederholung. Hält wieder die Spannung, macht die nächste Wiederholung. Also nie ganz zurückgehen, nie ganz in die Ausgangsposition zurückgehen, damit die Spannung nicht verloren geht. So steht der Muskel ständig unter Spannung und ja, man schafft weniger Wiederholung und man kriegt nochmal einen ganz anderen Wachstumsreiz. Das ist so eine, das ist die erste Intensitätstechnik und ja, die bringt ein bisschen was. Ja, man kann natürlich, wenn man zum Beispiel nur 5 Federn schafft und man schafft keine 6. Feder als Widerstand, kann man natürlich diese Intensitätstechnik anwenden, um sich das mit 5 Federn trotzdem schwerer zu gestalten, das ganze Training. So, jetzt muss ich erstmal Schweiß abwischen. Das ist elendig warm hier drin, das ist widerwärtig. So, die zweite Intensitätstechnik. Das sind Teilwiederholungen. Und zwar führt man die Übung ganz normal aus. In dem Fall die Rückenpresse. Macht Wiederholung. Und Wiederholung. So. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man keine vollständige Wiederholung mehr schafft. Irgendwann ist man so schlapp, macht man weiter, Teilwiederholung. Man drückt einfach weiter, so weit wie man kommt. Macht einfach weiter. Immer weiter. Bis irgendwann gar nichts mehr geht und man nur noch. Hä? Genau. Durch diese Teilwiederholung bringen den Muskel wirklich bis an seine Grenzen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und jetzt das dritte Geheimnis, die dritte Intensitätstechnik. Und zwar geht es darum, alle Übungen einfach hintereinander zu machen. Einfach die Übungen, die man macht, ohne Pause oder möglichst mit wenig Pause hintereinander auszuführen. Ja. Zum Beispiel erst das Überkopfziehen, so, und weil man sich gut fühlt und Kraft hat, wendet man die halben Wiederholungen an als Intensitätstechnik. Wendet man halbe Wiederholungen an, man kann auch abwechseln, ganze Wiederholung, eine ganze, eine halbe, dann wieder eine ganze Wiederholung, wieder eine halbe Wiederholung. So, und irgendwann schafft man vielleicht gar nichts mehr, aber zieht man nur noch ein bisschen, so weit wie man halt kommt. Ja. So, dann ist der Ofen aus. Bums. So, nächste. Macht man gleich weiter. Rückenpresse. Zack. Und Wiederholung. Und drücken. So.
Dann kann man vielleicht irgendwann nicht mehr, macht man noch Teilwiederholung. Wendet man das wieder an. Wendet man das an. Bis irgendwann, bis man nicht mehr kann. Und der Muskel rauskommt und neben ihm klatscht. Dann atmet man vielleicht 2-3 Mal durch. So, dann macht man die Wippe. Einfach alle Übungen hintereinander. Hintereinander, immer weiter. Denn wenn man den Muskel aus verschiedenen Winkeln trainiert, mit verschiedenen Winkeln und verschiedenen Richtungen, die gleichen Muskeln, holt man noch den letzten Funken Kraft raus. Und danach wird man jämmerlichsten Muskelkater haben. Es wird brennen, der Muskel kommt raus, wird ihm eine klatschen. Es ist wirklich sehr hart. Aber es lohnt sich. Mit den drei Techniken kann man noch viel, viel mehr auf Fleisch auf die Knochen packen. Man kann viel, viel mehr erreichen, als man eigentlich gedacht hat. Und selbst wenn man sich an die Übung gewöhnt hat mit den Expandern und an den anderen Widerstand und an die Beweglichkeit und alles und irgendwo kein Aufbau mehr kommt und kein neuer Impuls mehr da ist, mit den drei Intensitätstechniken sieht das ganz anders aus. Da kann man so viel aufbauen und so viel erreichen. Probiert's und ihr werdet fasziniert sein. Aber man muss halt den Schweinehund überwinden. Ohne dem geht's nie. Na gut, so, das war's. Nicht so viel Quatsche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.